Apu Def, follow the pale one. Willkommen zurück zu Edna bricht aus. Und wir werden jetzt mit dem Alu-Mann reden. Hey Alu! Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los! Sprechen wir... Was genau machst du? Ich kontrolliere... Warum tust du... Irgendwer, man kann ja männlich... Ich hab das doch alles schon mal... Ich hab noch... Schieß... Warum nicht... Das war der ein... Wir waren so naiv, dass wir da... Der Bienenmann, der Kontrolleur, ein unfehlbar... Professor Nock hatte uns mit aufputschendem Psychopharmaka... Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können... Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Sprechen wir über was anderes. Kennst du... Draußen und wie die beiden Seiten einer... Sei wie sei. Kann ich den Kleid... Eigentlich den Kleid... Einen Alu-Umhang zählen. Ich muss langsam... Pass. Ich werd nochmal zu König Adrian reingehen. Und ein so Dömer. Wie ich es beste. Als wie? Als erster. Ha! Und was für ein Haus? Einen großen. Halt, nein. Welche? Was soll? Na ja. Dann sag. Rot. Wow. Ich fühle so verstanden. Und alles ist plötzlich. Ja. Ich wurde zweimal hinter... Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Genau. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl. Kopf oder Zahl. Zahl. Kopf. Ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Eine goldene Medaille? Aber sicher! Und nicht nur das! Wieso? Was denn noch? Ja! Naja, okay, nur echtes. Aber was erwartet? Warum verliere? Mach dir kein Mir! Ging es einst genau wie dir? Ja, ehrlich. Dann, allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Alles klar. Ich ziehe dann mal wieder. Cheerio. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Aha. Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon. Elektroschocktherapie.
Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapp, dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Ich muss lang. Pass. Den besseren Kleiderbügel. Los geht's. Ich möchte ein. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. So, und da wollen wir mal hier lang. Ah ne, falsche Seite. Hier lang hab ich doch gesagt, will ich. Und dann gehen wir hier rein. Und dann gehen wir hier lang. Jetzt machen wir erstmal wieder ein paar Szenensprünge, bis wir am Elektroschock-Therapiestuhl sind. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, ja, ist der falsche Ausgang. Und los geht's. So, kletter hoch, kleine Edna. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Noch eins hoch und dann sind wir da. Hier. Ah, Edna, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Zu spät. Hab gar nicht gewusst, dass Harvey auch Knochen hat. Ich dachte, das ist bloß ein Plüschhase. Na, das war ja was. Okay. Jetzt kann ich ihn wohl schlagen. Den Adrian. Aber bevor wir zu Adrian machen, will ich meinen lieben Butler-Freund mal die Schaufel in der Hand drücken. So, wenn ich einmal nämlich auf der Seite von der Anstalt bin. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ich hier irgendwie Ton nehmen kann. Tonerde. Ich habe eine Idee. Adrian muss noch ein bisschen warten.
Ich werde mal Blase einen Besuch abstatten. Freund Blase. Da gehen wir hier vor. Ein paar Treppen hinauf. Also ich glaube, drei Treppen müssen wir hochgehen. Hier lang, Edna. Eins, zwei, drei. Gehe zu Flora. Always say. Und wir tun mal die Tonerde an den Schlüssel machen. So. Die Erde ist zu trocken, um darin an. Echt jetzt? Die Erde ist zu mimi. Aber mal, zu trocken hat die doch gesagt. Ich bin doch oh blöd. Cool, jetzt. Ich glaube, so könnte. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Ich bin stolz auf uns, Harvey. Wir haben wirklich ein... Ein Abdruck des Generalschlüssels. Da ich ja sowieso runter muss, gehe ich nochmal zum Butler. Da war ja auch der kleine Ofen. Dadurch mir die Form erstmal brennen, würde ich sagen. Hier lang. Ja, es ist schon schön, wie verwinkelt das hier ist. Trepp ab. Zu Tier. Tür, nicht Tier. Okay. Und wir haben ja die schönen Bienenmann. Das sollte klappen. Das ist ein perfektes Negativ. Das heißt, rein kommen wir schon mal. Nur noch nicht raus. Ein Hoch auf deduktive Logik. Und auf Pürierstäbe. Dö. Das hätte er noch vom Sarazar sein können. Kleiderbügel. Das sieht gefährlich aus. Egal. So, Adrian, dann wollen wir mal ein bisschen Kick-Ass spielen. Ich bin da der kommt Kick. Der nächste aus. Du bist der Ass. Bitte ein bisschen destruktive Gewalt anwenden hier. So, Pflanzen dekorieren für Anfänger. Alu ist nicht mehr da. So, wie ich es vor... Bist du bereit? Da redet so verdammt langsam, ey. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm, oder... Da. Komm. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Ah. Was ist das?
Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Ging ja einfacher als gedacht. Drogelbecher. Was sagst du? Gram gebeugt? Tja, da lasse ich ihn wohl lieber, bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. So, die Medaille, die werfen wir mal. Ich hab da schon einen Topf hier. Okay. Jetzt haben wir die Medaille im Topf. Du Kanaille. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Oh mein Gott, das ist ein Wort bitte. Like a Sacharzer. So, ja. Und bevor ich mich ja wieder auf diese schöne Reise mache mit dem Wäscheliftsystem, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wie wir das Gold einschmelzen, seht ihr morgen. Tschüss.